Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Hier ist ein Smartphone drin, wie ihr in der Videobeschreibung schon gelesen habt, das Honor 8X. Da gehen erstmal liebe Grüße an den René, der hat mich nach einem neuen Handy gefragt, da habe ich gesagt, warte mal ab, weil davon habe ich viel Gutes gehört. Ich habe mich da auch nicht so viel spoilern lassen, ich will mich da ein bisschen überraschen lassen. Das wurde mir auch netterweise zur Verfügung gestellt für dieses Video, deswegen werdet ihr hier irgendwo einen Werbeaufkleber finden, also Werbevideo. Weil ich habe das jetzt für eine Weile zum Testen und dafür erstmal danke an die Firma, die mir das ermöglicht, weil ich echt gerne teste und weil ich habe jetzt ein Huawei. Und Honor ist ein Schwesterunternehmen von Huawei. Ich habe das Huawei P20, das habe ich mir geholt, wo ich meinen Vertrag bei Vodafone verlängert habe. Und jetzt ist es das Honor 8X. Was ich hier zum Testen habe. Hier steht die E-Mail. Achso, das ist der Zettel, dass ich bestätigen soll, dass es da ist, dass man sich keine Sorgen machen. Das habe ich vorhin erst weggeschickt, weil das kam gestern und ich bin nicht dazu gekommen, das Video vorher zu machen, weil durch den Babykurs und so. Also Baby-Erste-Hilfe-Kurs. So. Das ist auch schon aufgewiesen. Also hier seht ihr, das ist schon offen. Entweder ist es auf dem Weg hier passiert oder das war schon bei einer anderen Pressestelle. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe es nicht aufgemacht. Ich gucke jetzt mit euch das erste Mal rein. Und dafür hole ich euch mal hier rüber. Und da bin ich jetzt echt gespannt, weil, wie gesagt, Honor ist ja ein Schwesterunternehmen von Huawei. Und bei meinem Huawei, da war die Folie schon drauf und die Hülle, was ihr hier seht, die durchsichtige, die war bei meinem gleich schon mit bei. Und ich bin ja von Samsung damals weg und ich würde ehrlich gesagt, muss ich jetzt so sagen, nie wieder zu Samsung zurückwechseln, weil Huawei ist von der Technik irgendwie cooler und Preis-Leistung ist dafür besser als bei Samsung. Und diesen Button, also normalerweise habt ihr bei Huawei hier vorne das drin. Ich mache auch noch demnächst Tipps und Tricks Videos, wenn ihr jetzt auf Huawei umsteigt, wie ihr eure Sachen vom alten Telefon darauf kriegt, ohne lässt ihr hin und her tauschen, ja Karten und so was alles. Und diese Buttons, die haben mich eigentlich früher immer gestört bei Huawei, dass die im Display waren. Wenn man hier unten den Knopf hatte, wenn man es so von Samsung gewöhnt ist, hat man hier seinen Knopf und dann, der ist jetzt aber auch gleich hier Fingerabdrucksensor. Und hier habe ich keine und das war hier oben eingeblendet und das hat mich genervt. Und jetzt mache ich alles über diesen Knopf. Alles darüber. Das ist rüberwischen, Fingerabdruck, Menüknopf, alles. Das ist viel leichter, als wenn man da drei Knöpfe hat. So, jetzt packen wir aber erstmal das Honor 8X aus. Hat hier so eine, ich mache erstmal nochmal zu, dann können wir uns nochmal angucken, so eine bläuliche, türkise Verpackung. Hier steht Honor 8X, da steht nur Honor. Hier steht Honor 8X. Nee, das kann ich euch nicht zeigen, da ist die E-Mail-Adresse. Oh, ich habe die 128 GB-Version bekommen. Also ich kann euch jetzt schon mal technische Daten sagen. Das ist das ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Honor 8X. ROM 128 GB. Also wir haben auf dem Telefon 128 GB Speicher. RAM haben wir 4 GB. Und das Color ist blau. Hier steht auch nochmal, hier Huawei Technologie ist hier drin. Das steht hier auch nochmal drauf. Also Honor, Schwesterunternehmen von Huawei. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, bevor ich jetzt hier aufmache und mich jetzt hier zu sehr Spoiler, will ich halt noch das sagen, was ich dazu mir durchgelesen habe. Es ist ein sehr preisgünstiges Telefon. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Soll 200 ein paar zerquetschte Euro kosten. Ich habe extra noch nicht raufgeguckt, weil ich mir die Daten nicht wissen wollte und mein ersten Eindruck halt nicht, dass ich schon so viel weiß davon. Wie ihr wisst, ich mache es ja immer... Mein erster Eindruck und ich wollte mich halt nicht zu sehr spoilern oder mich selber zu sehr hypen. Und da hat ein riesen Display. Den Speicher habe ich euch vorgelesen und das für unter 300 Euro. Unter 300 Euro. So. Hier haben wir schon mal das Honor. Alter, das ist wirklich groß. Ich lasse mal die Folie noch drauf, dann können wir ja mal hier kurz einen Vergleich zum Huawei P10. Also ich habe nicht das P10 Lite, ich habe das P10. Da können wir ja mal einen kleinen Unterschied machen und da seht ihr schon auf ersten Blick, ist es viel, viel größer.
Und dadurch, wir haben hier auch eine Notch. Ja, wir haben den oberen weißen Balken und den unteren weißen Balken haben wir nicht. Also eigentlich müssten wir ja so machen. Ja, und der Bildschirm ist gigantisch. So, da haben wir einmal das vorne. Dann haben wir einmal ein Päckchen und zwei Sachen. Und wir gucken mal, ist da denn noch was drin? Nö, noch ist da, mehr ist da nicht drin. So, dann machen wir das mal wieder rein. Ich weiß es nicht, wie es bei Honor ist. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wegen dem Kabel. Mein Huawei hat ja, ah, da steht auch Huawei drauf. Hat ja ein Schnellladekabel. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Da steht hier oben Huawei. Huawei. Können wir auch auf jeden Fall wegpacken. Und ein USB-C-Anschluss. Dann gucken wir mal bei Honor. Auch hier oben mit Gummi gemacht. Ach so, ja. Also das ist das erste Manko, was ich habe. Das ist halt kein USB-C. Da haben sie ein bisschen gespart. Und da haben sie nur ein Micro-USB genommen. Also ich muss sagen, meine Frau, ihr Nokia, hat USB, also Mini-USB. Das hat sie mit dem Kabel an der Steckdose direkt. Ich habe ja so eine Steckdose mit USB und Steckern gleich dran. Kriegt sie auch in, hat sie mir gesagt, in einer anderthalb Stunde oder so kriegt sie vorgeladen. Aber USB-C hätte mir besser gefallen, aber ich denke mal, wenn man jetzt hier USB-C noch reingemacht hätte, wobei das Lite, die Lite-Version vom P10 hat ja auch ja, noch USB, Mini-USB, Makro-USB. Ich komme da mal durcheinander. Also nicht USB-C. Aber ich denke mal, wenn sie jetzt hier USB-C noch verbaut hätten, wäre teurer geworden. Und dann hätte man vielleicht den unter 300 € Preis nicht halten können. So, dann packen wir das nächste aus. Ach, hier haben wir dann den Pinöppel. Der ist um ja, den SIM-Karten-Slot beziehungsweise Micro-SD-Slot rauszumachen, damit wir da was reinbekommen. Das können wir mal beiseite packen. Ach, gucke an. Also muss ich sagen, also da kann Samsung sich mal ein großes Beispiel dran nehmen und andere Hersteller. Wir haben zum Hanno ist gleich eine Klarsichthülle mit bei. Gleich mit bei im Lieferumfang. Und viele sagen immer, warum braucht man denn sowas und so? Das hält sich doch auch so gut. Ja, aber wenn das ist Metall. Ja, und ruckzuck ist es runtergefallen. Und da finde ich das mit Gummi viel, viel angenehmer. Müssen wir nach, brauchen wir auch für nachher zum Bauen. Ist grifffester. Man kann es schneller aus der Tasche rausholen, man rutscht nicht so schnell ab. Und die Ecken sind halt nicht so doll. Man hat ganz weiche Ecken und Kanten, ja, Rundungen. Und es sitzt, es liegt einfach, ist mein persönliches Empfinden, es liegt viel, viel angenehmer in der Hand. Das ist aber nur mein persönliches. Kopfhörer sind nicht mit bei. Also entweder sind die rausgefallen. Ein Handbuch haben wir hier noch mit bei oder waren nicht mit bei oder sind nicht mit bei. Das weiß ich nicht. Aber hier oben ist eigentlich noch Platz. Seht ihr das? Da ist noch Lücke. Könnte sein, dass da Kopfhörer. Da müsste ich dann mal noch fragen, ob da Kopfhörer eigentlich mit bei sind. Das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Entry Card, ne, das interessiert uns auch nicht. So. Also. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Kopfhörer mit bei sind. Ich kann es euch bei bestem Willen jetzt nicht verraten. Ich werde das in die Videobeschreibung schreiben. Ihr habt, wenn ihr das Honor 8 kauft, den Wandadapter, ein USB, Micro-USB-Kabel, das Smartphone logischerweise auch. Dann habt ihr den Schlüssel mit bei, um es zu öffnen. Und ihr habt, hoppala, ich mache das mal hier rein. So, und ihr habt eine Hülle mit bei. Wir müssen gleich mal gucken, wenn wir das hier, ich mache mal kurz das hier obere so ein bisschen ab. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch gleich eine Folie. Ja, doch, es ist definitiv eine Folie. Kann man das sehen? Ich hoffe, ihr könnt jetzt so ein bisschen sehen. Es ist eine Folie schon aufgeklebt. Also nicht diese Folie, die ihr jetzt hier drauf seht.
Das ist ja nur diese Schutzfolie vom Bildschirm und dass man so ein paar Daten dazu hat. Das ist jetzt unten drunter, habt ihr schon eine Folie aufgeklebt und ihr kriegt praktisch das Case, wo ihr das drin machen könnt, noch mit dazu. Und das hat, kann man das hier irgendwie sehen? Ja, das hat, ich kann euch nur die Deckdaten sagen, was hier drauf steht. 6,5 Zoll Bildschirm. 6,500 Full Weave Display. Das hat kein OLED, das hat nur LCD, glaube ich, oder was? Das hatte ich schon gelesen. Oder beziehungsweise hat mir ein Kumpel verraten. Dann 4 GB RAM. Und dann gibt es das in 64 GB und 128 GB ROM. Also die auf dem Telefon drauf sind für Android und Apps und allen drum und dran. Ihr könnt es dann aber auch mit einer SD-Karte erweitern. Nicht wie bei den meisten Samsung-Handys, wo das nicht ist. Wo du keine SIM-Karte reinmachen, keine SD-Karte reinmachen kannst. Hier kannst du SD-Karte reinmachen. Wir haben eine 20-Megapixel-Dual-Kamera und eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera. Das ist geil. Also damit werde ich dann demnächst auch mal ein paar Auto-Vlogs aufnehmen, also im Auto. Und dann könnt ihr mal sehen, was die denn so hergibt. Wir haben einen 3750 mAh Akku drin. Und wir haben ein 12nm Huawei Kirin 710 Octa-Core Chipsatz GPU Turbo. Damit kann sowieso kaum einer was anfangen. Ist auch scheißegal. Wir werden uns das gleich angucken, wie schnell das ist. Eine AI-Cam haben wir hier drin. Hier sehen wir dann auch zwei Cams. Aber die Hardware gucken wir uns gleich im nächsten Video an. Wie gesagt, ihr habt das Handy, ihr habt eine Hülle. Auf dem Handy ist auch schon eine Display-Schutzfolie drauf. Ein Wandadapter ist mit bei, der USB-C-Kabel ist mit bei. Und der Schlüssel, um die SD-Karte bzw. Micro-SD reinzumachen. Und Kopfhörer weiß ich nicht. Also eigentlich, hier sind die Sachen drin gewesen. Hier wäre Platz für Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob die mit bei sind und unterwegs rausgefallen sind, weil hier sind keine drin. Das kann ich euch jetzt bei bestem Willen so schnell nicht beantworten. Aber ich schreibe es in die Videobeschreibung, sobald ich es weiß. Und im Hardware-Video werdet ihr das dann, Hardware-Check werdet ihr dann auch wissen. So, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich im nächsten Video, wo wir mal anschließen werden, also anmachen werden, betreiben werden, den ersten Eindruck mal angucken und wie es uns so auf ersten Anhieb gefällt. Dann würde ich jetzt hier einen Cut machen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Ach so, Däumchen wert, Träumchen, Bimmelglocke nicht vergessen. Ja? Und wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.